Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja wohl das letzte Arbeitsprogramm der Juncker-Kommission. Denn wenn das Jahr vorbei ist, geht es schon mit großen Schritten Richtung Europawahl. Und man kann wirklich nur sagen, aus linker Sicht, Gott sei Dank, ist ein Ende für die Juncker-Kommission in Sicht. Die Juncker-Kommission ist leider eine Kommission gewesen der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Und man merkt ja, die FDP unterstützt auch das wieder und ist ja froh, dass das so gemacht wird. Sie hat mit ihrer Austeritätspolitik in vielen, gerade auch südeuropäischen Ländern, die Arbeitnehmerrechte eingeschränkt. Sie hat nichts gemacht für Steuerhinterziehung. Im Gegenteil, sie ist eigentlich ein Hort, wo man auch die Steueroasen weiterhin pflegt. Und das, was man sozialpolitisch macht, ist nicht mehr als ein Placebo. An dieser Ausrichtung ändert sich auch am Arbeitsprogramm 2018 rein gar nichts. Im Gegenteil, wir müssen ja befürchten, dass die antisoziale, antidemokratische und militaristische Agenda in diesem Jahr noch energischer fortgesetzt wird, denn man will es ja rechtzeitig vor den Europawahlen in Sack und Tüten bringen. So soll die Kapitalmarktunion vorangebracht werden. Das ist ja eines der verrücktesten EU-Projekte überhaupt. Die Kommission erdreistet sich doch tatsächlich 10 Jahre nach dem Lehman-Kollaps ausgerechnet den Verbriefungsmarkt als Stabilisator zu propagieren und einen europäischen, weitgehend unregulierten Verbriefungsmarkt aufzubauen. Haben die Damen und Herren in Brüssel tatsächlich schon vergessen, dass genau diese Verbriefungen ganz am Anfang der großen Krise standen? Oder will man das Epizentrum der nächsten Finanzkrise unbedingt nach Europa verlagern? Dann soll die Währungsunion reformiert werden mit einem europäischen Finanzminister, der tief in die nationalen Haushaltspolitik eingreift, einem europäischen Währungsfonds, der den schwachen Ländern immer weiter antisoziale Anpassungsprogramme diktiert und einer Fiskalpolitik, die die Mitgliedstaaten nötigt, ausgerechnet dann zu sparen, wenn die Wirtschaft durch Investitionen angekurbelt werden müsste. Das lehnen wir als Linke ab. Und als wäre das noch nicht genug Liberalisierung und Deregulierung, will die Kommission auch noch an ihrer bisherigen Handelspolitik festhalten. Abkommen à la CETA sollen nun auch mit Japan, Singapur, Vietnam und rund 20 weiteren Ländern abgeschlossen werden. Das heißt, noch mehr Klagerechte für Konzerne, noch mehr intransparente Deregulierungsräte, noch mehr Angriffe auf Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechte. Dieses Europa braucht niemand. Aber die Kommission Juncker ist nicht nur eine Kommission der neoliberalen Wirtschaftspolitik, sondern auch der militärischen Aufrüstung. Mit PESCO verpflichten sich die Mitgliedstaaten an den Parlamenten vorbei auf immer neue Rüstungsinvestitionen. Wer sich als Friedensmacht feiert wie die EU, sollte mit gutem Beispiel vorangehen und auf globale Abrüstung hinwirken, statt noch mehr Geld in die Rüstungsindustrie zu pumpen. Dann schafft es die Kommission doch tatsächlich, eine Energieunion voranzutreiben, die nichts gegen Energiearmut bewirkt, die nicht zur Energiewende beiträgt, die aber die Spannungen mit Russland weiter verschärft, systematisch Großkonzerne begünstigt und das dem zerstörerischen Fracking Vorschub leistet. Gegen Steuerhinterziehung hingegen verteilt die Juncker-Kommission nur Placebo-Pillen, wie diese lächerliche schwarze Liste, auf der kein einziges EU-Mitgliedsland steht, trotz teilweisen Steuersätzen von 0%. Vom langjährigen Chef der Steueroase Luxemburg darf man wohl auch nichts anderes erwarten. Auch im Bereich der Sozialpolitik bleibt es bei Placebos. Die sogenannte soziale Säule mit ihren 20 vollkommenen unverbindlichen Grundsätzen kann den sozialen Schaden, den die EU-Institutionen angerichtet haben, insbesondere in der Eurokrise, nicht mal im Ansatz ausgleichen. All das ist meilenweit davon entfernt, was in Europa gebraucht wird. Zugutehalten muss man der Kommission allerdings, dass sie kaum besser sein kann als ihre Mitgliedstaaten. Leider stehen auch in Frankreich und Deutschland, den größten, mächtigsten Mitgliedstaaten, die Zeichen weiterhin auf Kürzen, Aufrüsten und Liberalisieren. Wenn die GroKo zustande kommt, und wir haben das Papier ja auch gelesen, mündet das in einem neuen deutsch-französischen Achse, in der Frankreich Aufrüstung bekommt und Deutschland Haushaltsdisziplin. Der Rest der EU hat dann das zu schlucken, was diese zwei Länder miteinander beschließen. Man kann nur hoffen, dass die Parteibasis die Führung der SPD vor diesem politischen Selbstmord bewahrt. Die ganz wenigen Punkte, die die SPD laut Sondierungspapier bekommen hat, sind doch gerade jene, die man in der EU eh nicht durchbekommt. Oder glauben Sie ernsthaft, sich mit dem Investmentbanker Macron auf eine Finanztransaktionssteuer verständigen zu können?
oder dass sie mit Polen und Ungarn zu einer humanitären Flüchtlingspolitik kommen. Das will auch niemand von der Unionsseite. Schon hätte man nicht die Zwerge von der CSU, hätten nicht Orbán zu ihrer Klausur eingeladen. Das liest sich zwar erstmal schön, was da im Sondierungspapier drinsteht, doch am Ende wird davon nichts übrig bleiben. Und ich frage mich auch wirklich in Richtung SPD, wie oft wollen Sie denn noch die Finanztransaktionssteuer mit der Union beschließen, ohne dass sie jemals umgesetzt wird, weil auch Sie da nichts machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen in der EU nicht weniger als eine politische 180-Grad-Wende. Wir brauchen Lohnsteigerungen in Deutschland, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte abzubauen. Wir brauchen deutlich mehr Investitionen in Deutschland und der gesamten EU für einen sozial-ökologischen Umbau. Wir brauchen eine Demokratisierung des Welthandels und eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Liberalisierung. Wir brauchen eine Abrüstungsinitiative statt Eingreiftruppen in Osteuropa und Eurodrohnen. Wir brauchen eine strenge Finanzmarktregulierung statt Deregulierung in einem europäischen Verbriefungsmarkt. Wir brauchen endlich einen entschiedenen Kampf gegen Steuerflucht und Hinterziehung. Das alles wäre aber das schiere Gegenteil dessen, was die Juncker-Kommission will. Und das wäre auch das schiere Gegenteil dessen, was diese große Koalition im Sondierungspapier stehen hat. Deshalb braucht es eine starke Linke, die für ein soziales Europa kämpft. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander Ulrich. Nächster Redner in der Debatte, Manuel Sarrazin für Bündnis 90 Die Grünen.